Es war einmal in einer Geschichtsstunde im Kindergarten. Kennt ihr es? Ihr habt einen Traum, in dem ihr in Lüftungsschächten gefangen seid, aus denen ihr nicht mehr entrinnen könnt. Und in der Eich ist doch ein riesiges, mutiertes Monster, das euch holt. Schnell, lauf jetzt aber weg! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einem Spiel, das mir der allerliebste Popcat empfohlen hat. Und zwar spielen wir heute nämlich The Vents, also die Lüftungsschächte. Und meine lieben Leute, wir alle wissen, welche Vorurteile Lüftungsschächte beinhalten. Es ist sehr diskriminierend, denn Lüftungsschächte werden im Horrorgenre immer als die Schächte abgetan, die sehr gruselig ist und in denen sich sehr furchteinflößende Monster verstecken. Ob es wirklich so ist, meine lieben Leute, werden wir jetzt auf die Probe stellen. Ihr lasst einen Daumen da und abonniert gerne rein. Und wir gucken mal, Leute, ob wir feststellen, ob in den Lüftungsschächten Monster sind und sich dort verstecken. Ich möchte die Sache sehr klar machen, dass da keine Überraschungen sind, ja. Wir haben Berichte darüber bekommen, dass es sehr, sehr stark ekelhaft aus den Vents riecht. Also ein ekelhafter Geruch kommt daraus. Außerdem habt ihr wahrscheinlich von der kürzlichen Tragödie mit den Gründern unserer Firma gehört. Also soweit wie ich das verstehe, ist irgendwas ganz, ganz Seltsames hier passiert mit den Gründern. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, ob die da irgendwie in den Vent gefallen sind oder weiß ich nicht was. Na gut, okay, wir schauen jetzt mal. Okay, wir können da drauf drücken und wir sollen uns auch keine Sorgen über die Sicherheit machen. Naja gut, die mache ich mir natürlich nicht. Also ich mache mir meistens nie Sorgen über die Sicherheit. Und jetzt fahre ich, oh, jetzt fahre ich da runter. Die Frage ist, will ich da runterfahren? Das ist ja so die Sache. Will ich da runterfahren? Ja, mir war schon klar, was da passiert. Sehr nice auf jeden Fall. Toll. Sehr entspannend das Ganze. Okay, wir haben hier Vents. Schalte die Stromversorgung ein. Wir haben hier, what the heck? Ich habe hier 1, 2, 3 Lüftungsschächte. 4 Lüftungsschächte. Und wait a second. Wait a second. Ich kann die Taschenlampe immer nur so kurz anmachen. Oh, da hinten ist aber was. Das ist nicht gut, oder? Okay, ich muss das Hebelstück finden. Ach, ist das dein Ernst? Popcat, was hast du mir da bitte empfohlen? Oh mein Lord, ey, nein. Da muss man es ja mit der Angst bekommen. Oh, was ist das da? Warum ist hier rot? Soll ich... Diese Lüftungsschlitze sind zu heiß. Okay, ich verstehe. Lüftung schließen. Öffnen Sie die Lüftung. Wo bin ich jetzt? Und warum... Öffnen Sie die Lüftung. Ach, da kann ich mich nur verstecken, oder wie? Na gut, okay, die sind zu heiß, da kann ich nicht lang. Eieiei, was ist das denn? Moment, ich muss mal ganz kurz hier etwas lauter machen. Damit wir auch die Ultra-Experience haben. Was war das jetzt? Oh Gott! Was ist das denn? Was zur Hölle? Ist das eine Riesenameise? Alrighty, ich bin jetzt hier nochmal mit dem allerechten Tokchuk 2103 hier drin. Der scheint sich hier wohl auszukennen. Ich habe so das Gefühl, er ist der allerechte, auf den wir nur gewartet haben. Mr. Popcat empfiehlt mir ein Spiel, aber spielt es nicht mit mir. Tja, das ist schlecht. So, okay, also ich weiß nicht, in welche Vents wir reinkriegen sollen. Die Frage ist auch, ob wir getrennt sind. Ach, weißt du was, ich... Ich gehe jetzt einfach hier rein und fertig ist die Sache. Irgendwie sehe ich hier gerade nichts, was sehr schlimm ist. Warum sehe ich jetzt hier nichts? Was habe ich hier jetzt bitteschön vor meinem Gesicht? Ist das der Helm von ihm? Ich muss das Hebelstück finden, aber wait, das erkennt das. Ist doch wieder das Gleiche, oder? Moment mal. Was habe ich hier immer vor meinem Gesicht? Was ist das bitte? Oh, Junge, 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 Junge. Nein, das ist wieder das Ding hier. Da bin ich wieder falsch. Oh nein. Wo ist denn diese Ameise, die da kommt? Vor allem, was ist das für eine Ameise? Wo kommt die her? Hinter uns oder? Oh, Jesus! 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 Tuk-tuk, geh weg! Oh Gott, Jesus, hoffentlich wurde er nicht aufgegessen. Was habe ich hier die ganze Zeit vorm Gesicht? Das stört mich. Was soll das? Warte, ich gehe hier lang. Was ist da? Ist da irgendwas? Oh, da ist irgendwas, oder? Oh nein, ich komme hier wieder! Du dummes Tier, du! Lass mich bloß in Ruhe, ey! Mann, was sind das bloß für Vents? Ich verstehe das nicht. Ich kapiere das nicht. I don't understand this game. Ich möchte hier bitte raus. Ich sehe auch nichts. Ich nehme mal an, Tokchuk ist schon raus, oder? Ich gehe jetzt dahinter. Sperre mich einfach ein. Lüftung schließen. So. Okay. Ich habe die Lüftung geschlossen. Schalte die Stromversorgung ein. Yo, aber wie bitte? Bruder. So, ich bin auch wieder alleine, ne? Das ist ja auch wieder typisch. Das ist ganz klar. Die Frage ist jetzt, es ist so fies, dieses Game. Holy cheese, Leute, ey. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann die Lüftung nur schließen. Wegen dem Tier. Okay, da ist ein Zettel. Da ist Blut. Wait, da ist ein Hammer. Wieso?
Vorschlaghammer. Okay, ich habe jetzt einen Vorschlaghammer. Was habe ich da im Gesicht, yo? Okay, wieso haben wir jetzt hier Blut? I don't get it. Wartet mal, kann ich hier? Okay, Moment, ich kann hier die Lüftung schließen. Und kann dann aber eine andere Lüftung öffnen. Das ist nur mit dem Licht so doof, tatsächlich. Das Licht ist richtiger Ass. Hallo? Und was habe ich denn im Gesicht, yo? Das stört mich so. Okay, ich habe die Lüftung geschlossen. Mein Herz pumpert. Das heißt, wenn mein Herz pumpert, dann bedeutet das, dass Vieh ist in der Nähe. Yo, Bro, beruhigen Sie sich. Es ist doch alles gut. Hey, Bro, es ist doch alles gut. Krieg jetzt nicht die Krise, ja? Okay. Wir sind hier mittendrin. Wir haben uns eingeschlossen. Es ist eigentlich nichts, oder? Oder? Kommt das Vieh irgendwo anders her? Die Lüftung ist wieder offen. So, ich habe jetzt drei Wege. Wenn ich jetzt nur wüsste, woher ich gekommen bin, ne? Ich habe keine Ahnung. I don't know, Leute. Ich bin hier übelst im Labyrinth des Todes gefangen. Irgendwo ist eine riesige Ameise, deren Kopf aussieht wie ich weiß nicht was. Das bringt mir doch nichts. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich habe so Angst. Wenn dieses Ding wieder kommt und das vor meinem Gesicht, es stört mich so tierisch, Leute. Ich sag's euch. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Ich muss immer noch ein Hebelstück finden. Hallo? Ich bin nur hier, um ein Hebelstück zu finden. Ich will nicht von einer Ameise aufgegessen werden. Ich kann nur wieder da lang gehen. Da ist es wieder zu heiß, was auch immer das bedeuten mag. Ja, also wie gesagt, aufgegessen werden möchte ich nicht. Hier ist gar nichts los. Kann ich die Ameise da reinlocken, dass die dann über den Jordan geht oder so? Oder in den Jordan? In den Ameisenhimmel? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist das für ein Game, Mann? Was waren das für Schnüre, die da runterhängen? Da ist ein Zettel, den ich... Dies sollte ausreichen, um das Ende dieses Albtraumes zu entzünden. Ich hab keinen Dunst, ne? Das ist irgendein Zettel, der hier wieder liegen gelassen wurde. Okay, nice. Ich habe die Vents zugemacht, weil ich höre wieder mein Herz pumpern. Das ist nicht gut. So, wir müssen uns beruhigen, ja? Wir müssen erstmal wieder runterkommen. Wir müssen erstmal runterkommen und erstmal unseren Nüppel chillen. So sieht das aus. Und wenn wir runtergekommen sind und haben unseren Nüppel gechillt, dann kann ich die Lüftung wieder öffnen und wir können weitergehen. Aber trotzdem habe ich halt ein bisschen Angst, weil ich da eigentlich nicht raus will, weil die Ameise mir so extrem Angst macht, Mann. Und weil ich irgendwie gefühlt überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich diese Stromversorgung wieder anmachen soll, yo. Aber gut, das ist jetzt nichts. Wir machen die Lüftung wieder auf. Von wo bin ich gekommen? Mein Gott, Leute, ich habe so eine Orientierung wie eine Raupe. Und die Raupe, die weiß auf jeden Fall, wo sie hin muss. Wo bin ich denn jetzt wieder, Bro? Okay, nee, warte mal. Das war irgendwie nicht richtig. Ich muss nochmal zurück. Das war irgendwie nicht richtig. Moment, also, pass auf. Ich bin... warte mal, sind da diese... Nee, ich geh mal da lang. Ich versuch das mal. Nee, warte mal, von da sind wir gekommen. Alright, dann gehen wir nach rechts. Dann nach rechts, okay? Rechts lang. Oh, bitte. Aber da sind wieder die Schnüre, oder? Oh, yo, Leute, ich kenne mich nicht mehr aus in diesem Spiel. Das ist ja... Wer soll sich hier bitte zurechtfinden? Da ist wieder das Blut da hinten. Da war ich doch überall schon. Da geht's auch wieder raus. Yo, Leute, ich kapiere das nicht. Ich habe einen Vorschlaghammer gefunden, der mir nichts bringt. Oh, nein. Oh, nein, das Vieh kommt wieder. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe, yo. So, tschüss. Mann, ey! Vielleicht sollte ich wieder dahin gehen, wo das Blut ist. Die Frage ist nur, wo das wieder war. Und das Ding, was ich hier vor der Birne habe, schränkt die Sicht so eklig ein. Okay, hier war es nicht. Nochmal zurück. Nein, hier war es nicht, habe ich gesagt. Dieses Ding da vor meinem Gesicht, das ist so nervig. Jetzt bin ich hier wieder. Okay, da vorne ist das Blut. Wir gehen mal zum Blut. Geh mal da nochmal hin. Hier ist ein Zettel, den habe ich noch nicht gelesen. Also hier gibt es nichts Besonderes. Ich breite sie nur aus, falls ich meine Meinung ändere. Boah, das nervt mich hier mit der Sicht so tierisch. Ich muss das umstellen. So, jetzt sind wir hier nochmal zurück, aber diesmal mit den Allerechten. Und ich muss jetzt mich hier mal tatsächlich mal umgucken, hier am Anfang. Ist hier irgendwas, wo es sich umzugucken lohnt oder so? Hier ist nichts. Ja, alles klar, natürlich. Steig du da gleich rein, ne? Du hast auf jeden Fall richtig Bock. Ja, komm. Okay, komm. Wir gehen rein. Das ist schlimmer wie der Aufzug von Roblox Stores, möchte ich nur mal sagen, ne? Die Ameise ist nicht sehr lustig. Also wir müssen den Vorschlaghammer holen und dann, ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir den auch nicht holen. Aber finden wissen wir ihn, weil sonst würde er ja nicht existieren. Wäre ja sonst Quatsch mit Soße. So, aber jetzt habe ich dieses dumme Ding hier nicht. Doch, ich habe das schon wieder. Warum habe ich das die ganze Zeit, wenn ich mich ducke, dass ich hier das Ding irgendwie im Gesicht habe? Das ist so nervig. Was ist denn das? Ich kann so nicht spielen. Das nervt mich. Mich nervt das. Komm schon. Das war doch beim Anfang auch nicht, als ich das angefangen habe zu spielen, oder? Das ist immer nur, wenn ich mich ducke. Vielleicht ist mein Charakter wieder zu groß, aber eigentlich habe ich den schon kleiner gemacht. Sollte ausreichen, um das Ende dieses Albtraums zu entzünden. Ich glaube, es kommt. Ich sperre mich mal ein. Können wir das Ding nicht irgendwie zum Teufel jagen oder so? Nein, du haust da jetzt nicht dagegen. Böses Ding. Jo, was passiert, wenn ich jetzt aufmache?
Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vielleicht waren das aber auch meine Kollegen. Ah ja, da hinten ist Hackman. Das Ding ist nur wirklich, ich sehe nichts durch diesen Balken. Ich kann das nur nochmal sagen. Oh, hier ist das Blut. Oh, hier ist das Blut. Oh, oh. Oh, oh, es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Oh nein, Sackgasse. Oh Mann, du dummes Vieh. Ach, come on. Oh, finally habe ich endlich nicht mehr diesen blöden Balken. Ich habe jetzt meinen Charakter kleiner gemacht. Jetzt habe ich den Balken hier nicht mehr. Oh, wait, ich habe direkt den Vorschlaghammer. So, jetzt ist nur die Frage, wo das andere Dingens war, wo ich hin muss. Da muss ich nämlich ziemlich safe hin. Das weiß ich ziemlich sicher. Warte mal, vielleicht. Das war, glaube ich, in den anderen Vent rein. Ich habe es mir nicht gemerkt, ey. Ich habe nur einen Vorschlaghammer. Ich muss nach einer Blutspur Ausschau halten. Ich glaube nämlich, man kann das Regal damit wegdreschen. Ich glaube schon. Das ist mit dem Licht so gemein. Das ist so eine Gemeinheit. Mal, hier sind aber die Seile. Vielleicht bin ich ja doch nicht falsch. Oh, doch. Oh nein, und dieses Vieh, es ist so schnell. Wir verziehen uns wieder in die Richtung hier. Und dann, ich weiß nicht, wo das war hier. Mann, ey, mit dem Blut. Ich habe das vorhin nur durch Zufall gefunden. Oh yes, ich glaube. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Okay, nice. Oh mein Gott, was ist hier denn passiert? Kleiner Hammer ist hier. Jetzt habe ich hier nur einen Schraubenschlüssel, was? Es tut mir so leid, Jeffrey, ich hätte zuhören sollen. Yo, das sieht ungesund aus. Richtig ungesund. Kann ich hüpfen? Kann ich hier hochhüpfen? Kannst du mich da irgendwas... Kannst du mich da fressen, wenn ich hier oben bin? Und was mache ich jetzt bitteschön mit dem Akkuschrauber? So, also ich weiß nicht, ob uns das Vieh hier überhaupt holen kann, aber ich kann hier auch nichts mehr einsammeln. Wo müssen wir hin? Das ist so nervig hier mit dem Licht. Können wir nicht eine Taschenlampe mitnehmen, die irgendwie besser funktioniert? Oh Mann, ich dachte gerade, oh ja, das ist auch eine Sackgasse. Oh Mann, wenn man da nach hinten geht, dann ist man dead. Also Leute, ich versuche das jetzt hier noch einmal. Ansonsten muss ich mal schauen, ob ich nicht doch mal den allerechten Popcat mitnehme. So, Lüftungsschacht, ja, das brauchen wir nicht. Oh nein, es kommt wieder. Mann. So, und jetzt weiß ich nämlich wieder nicht, wo ich hergekommen bin. Lol, ich habe gerade den Vent geschlossen, obwohl ich nicht drin bin. Ich habe mir gerade den Weg verbaut. Hä, wie buggy ist das bitte? Da hinten sind Spinnweben. Das ist doch keine Spinne, yo. Das ist eine Ameise, oder? Ey, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin so lost. Ich bin so lost in diesem Spiel. Warte, ich gehe da. Nee, da war ich gerade. Also bei den Seilen links irgendwo ist... Das habe ich zugemacht. Ich bin so dumm. Das ist doch ein Bug, oder? Warum mache ich das zu? Oh nein. Ich komme da nie wieder rein. Ich kann auch in die Gänge nicht mehr rein. Oh, das ist so dumm. Für was brauche ich denn den Akkuschrauber? Ich komme hier nicht mehr raus, Leute, weil ich dazu gemacht habe. Boah, ich kann mich gerade so ärgern. Jetzt war ich so gut dabei mit dem Vorschlaghammer und so weiter. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe mir den Weg verbaut. Oh!